Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Test. Das ist eher ein spezieller Test. Und lass mich erstmal kurz was demonstrieren. Und zwar habe ich herausgefunden, wie man ultraschnell Pickups tauschen kann. Ich zeig's dir. Achtung, bist du bereit? Ja? Da war doch eben noch Kloppmann-Pickups drin. Jetzt sind wieder die Seymour-Duncan-Pickups drin. Wie geht denn das? Funktioniert das nochmal? Oh, da sind sie wieder. Was für ein Glück. So, das ist natürlich absoluter Quatsch. Ne? Ich habe einfach einen Kollege von mir, hat die Martin Miller auch gekauft, auf meine Empfehlung hin. Also das ist die Ibanez MM1 Martin Miller Signature Gitarre. Und ich habe mir da Kloppmann Pickups eingebaut. Warum? Weil ich ein großer Fan von Kloppmann Pickups bin. Weil die Original Pickups Mist sind? Nein! Weil mir einfach die Kloppmanns besser gefallen. Und das hier ist meine absolute Hauptgitarre, die ich am meisten spiele. Von allen Gitarren, die ich habe. Und das seit Jahren. Und da habe ich mir gedacht, da leiste ich mir mal Kloppmann Pickups. So. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wie der direkte Vergleich, wir können ja innerhalb von Sekunden jetzt die Gitarre wechseln hier mit dem Schnippen, wie der direkte Vergleich ausfällt, wenn ich Kloppmann gegen Seymour Duncan Pickups spiele. Ja? Wir machen das erstmal mit einem verzerrten, mittigen Sound und ich versuche ungefähr das gleiche zu spielen. Los geht's. Das war der Steg-Pickup, Hals-Pickup. Ja, also die Unterschiede sind natürlich filigran, weil es ist ja die gleiche Gitarre und es sind in Anführungszeichen nur die Pickups. Und jetzt kommt das Wichtigste dabei. Die Pickups in der Originalgitarre, diese Seymour Duncan Hyperions, sind halt nicht schlecht. Ich meine, wenn du jetzt so eine Gitarre mit den Initialen HB eines bestimmten großen Internetversenders nimmst, dann die Pickups, die da drin sind, wie heißen die, Roswell oder so ähnlich, und dann die Kloppmanns reinmachst, dann ist das wie ein kleines Heizöfchen gegen die Sonne. Hier ist es halt, ja, die Sonne im Winter gegen die Sonne im Sommer. Also, ist ähnlich. Sehr ähnlich. Was ich allerdings gemerkt habe, die hier, und ich habe übrigens gemessen, die sind gleich weit weg von den Saiten, die haben mehr Output, ja? Und die haben ein bisschen mehr Mitten. Okay, lass uns jetzt aber mal Clean Sounds checken. Ich mache hier den Clean Sound an. Das ist übrigens der Amp, den du hörst, ist mein Engel Fireball 25 über die Oxbox. Wir machen jetzt meinen Lieblings-Split-Sound, das müssten die beiden mittleren Spulen der Hamburger sein. Okay, so. Meine Erinnerung war, als ich die Pickups getauscht habe, das dauert ja dann immer so, das dauert so eine Stunde, die Pickups zu tauschen, bis dann alles funktioniert, hast du vergessen, wie die Gitarre vorher geklungen hat. Deswegen bin ich so froh, dass ich die jetzt hier ausgeliehen habe. Ich hatte in Erinnerung,
dass mir die verzerrten Sounds mit den Kloppmanns wesentlich besser gefallen. Es gibt ja auch einen Test dazu, ja. Hatte aber auch in Erinnerung, dass mir die Clean Sounds eventuell ein kleines bisschen besser gefallen haben mit den Semodankens. So, die Erinnerung trügt mich. Komplett. Weil es ist jetzt so, dass ich bei den Verzerrten weniger Unterschied höre. Also, ich finde immer noch die Kloppmanns einen Tick besser, ja. Aber beim Clean Sound habe ich wesentlich mehr Dynamik mit den Kloppmanns. Die klingen viel feiner aufgelöst, viel brillanter auch. Und es ist nicht einfach nur Höhe, ne? Es ist einfach... Ja, wir wechseln nochmal hin und her. So ein bisschen, wie soll ich das sagen? Ich kann es nicht sagen, plastikmäßiger. Wobei das jetzt nicht schlimm plastikmäßig ist, sondern einfach im Vergleich zu den anderen. Ja? Du kannst das ja jetzt hin und her schieben mit dem Playhead unten in der YouTube, im YouTube-Video, ja, und hin und her wechseln. Ich wechsle jetzt nicht noch 10.000 Mal die Gitarre. Lass uns mal den letzten Sound hören, einfach mal clean mit Humbucker für so eine, keine Ahnung, für so einen Jazz-Sound, ja. Sowas vielleicht dann. Mach mal eine Akkordfolge, mach mal einen Turnaround einfach. Sagen, das löst feiner auf, hat sehr schöne seidige Höhen hier beim Kloppmann und das andere ist so ein bisschen mehr brachial. Ja. Es ist schwer zu beschreiben, hin und her spulen und so weiter. Es ist jetzt so, dieser Pickup geht viel mehr in Richtung dessen, was so eine klassische Les Paul bringt. Ja. Es klingt so Richtung klassische Les Paul und der andere, das ist eher so, wenn du jetzt Verzerrer anmachst, das ist eher so ein Metal Pickup. Ich will das nicht unbedingt negativ werten, ja, aber also ich bin sehr zufrieden mit der Entscheidung, dass ich mir Kloppmanns in meine MM1 eingebaut habe. Und ja, das war's eigentlich zu diesem Video. Das wollte ich zeigen, weil ich die Gelegenheit jetzt hatte, die beiden Gitarren einfach hin und her zu wechseln. Und ich kann übrigens noch einen Trick. Ich kann mit einem Schnippen der Gitarre noch eine Saite hinzufügen und die Pickups tauschen. Pass auf, Achtung! Guck mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, ich bin so ein bekloppter Fan von Martin Miller und von dieser MM1, dass ich mir auch die MM7 gekauft habe. So, das war's jetzt aber wirklich zu diesem Video. Ah, eine kleine Sache noch. Es wird mir ja ab und zu vorgeworfen, ich wäre voll der Ibanez-Friend oder wie wird das immer gesagt? Der Ibanez-Lover oder so. Und ich würde ja von Ibanez die Gitarren geschickt bekommen, was auch stimmt. Und dass die mir natürlich nur Creme de la Creme ausgesuchte Instrumente schicken und ich natürlich niemals Instrumente kriege, wo irgendwas nicht stimmt. So, diese Gitarre hat mein Kollege ganz normal bestellt und die ist tatsächlich genauso gut wie meine. Die hat genau dieselbe Ansprache. Ich würde sogar fast sagen, dass er in kleinen Ticken geiler ist. Da muss ich nochmal mit jemandem reden. Aber die ist definitiv keinen einzigen Tick schlechter als meine. Die ist genauso super wie die MM1, die ich direkt vom Ibanez-Vertrieb von meiner bekommen habe. Ne? Also, ich meine, das ist natürlich jetzt keine statistische Aussage. Theoretisch müsste ich 10 davon bei Thomann bestellen und die vergleichen und gucken, ob die wirklich alle genauso gut sind wie meine. Oder vielleicht sogar eine besser ist.
Aber ehrlich gesagt, ich will es gar nicht wissen. Auf einmal ist wirklich eine besser. Gut, das war es jetzt aber wirklich zu dem Test. Folgt mir auf Instagram, @berndkills, freue ich mich sehr. Wenn dir das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn du Fragen hast, dafür sind die Kommentare da. Und ich link einfach diese beiden Gitarren, also die MM7 und die MM1, unten in der Beschreibung mit Link zu Thomann, wo du sie kaufen kannst und ich eine kleine Provision krieg. Übrigens, es ist egal, was du kaufst über diesen Link, ob du diese Gitarre kaufst oder ob du einen Satz Saiten kaufst, ich krieg eine kleine Portion, genau. Eine kleine Provision von Thomann, dich kostet das überhaupt nichts, das kostet nur Thomann was. Also wenn du es Thomann richtig zeigen willst, immer meinen Link benutzen, dann kriegen die nämlich ein paar Prozent weniger. Alles klar, mach's gut, vielen Dank fürs Zuschauen, bis dann und tschüss.